Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start mit einem neuen Brawl Stars Video. Wir spielen jetzt mit Kiba, der Profi, und mit LOL Gamer. Und Belagerung ist aktuell aktiv. Und ich habe das noch nie gespielt, glaube ich. Deswegen testen wir es mal. Ich habe gerade so ein paar Runden mit ein paar aus meinem Club gespielt. Und wir mussten gegen so richtig krasse spielen. Belagerung, oh, das sieht spannend aus. Ich weiß gar nicht, ob mein Brawler da in Ordnung ist, ob das überhaupt was bringt. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen, ich finde das gleiche raus. Jedenfalls, richtig heftige Gegner, da merkt man mal, wie schlecht man wirklich ist, wenn man sieht, wie krass die sind. Das war heftig. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen ausgeglichener ist. Aber ich denke schon, unsere Leute sind eigentlich schon relativ in Ordnung. Also eben, die waren auch gut, verstehe mich nicht falsch, ne? Also die in meinem Club da waren eben auch richtig gut. Aber, oder komm, da kommt ein Roboter von uns. Die waren richtig gut, aber die Teammates waren so heftig, also die Gegner, das Gegnerteam war so heftig, da bin ich echt leicht verzweifelt. Der Modus gefällt mir. Heute spielen wir nur Belagerung, weil ich da richtig Lust drauf habe, weil es für mich was Neues ist. Das ist natürlich ein schöner Kampf, wir sind gerade richtig abgeschossen worden, aber wir haben auch fett Damage gemacht. Weiß gar nicht, was es genau bringt. Also man muss irgendwie so Schrauben einsammeln. Man kriegt selbst so einen Roboter. Man muss halt das in die Zone von den Gegnern und die irgendwie kaputt machen. Irgendwie so. Ich bin mit dem Magier hier sogar relativ zufrieden. Passt eigentlich. Bisher jedenfalls. Oh oh. Also passt. Bin ich mit zufrieden. Und wir können gleich darüber schießen. Oh oh. Verteidigung gegen Level 3 Belagerung. Jetzt kommt der Gegner halt mit sowas. Und dann müssen wir die jetzt kaputt machen. Interessant, das ist ein cooler Modus, das gefällt mir voll. Den müssen wir jetzt schnell kaputt schießen. Es geht sogar. Und jetzt haut der da drauf, der Dumme. Oh oh, und ich will, dass wir überleben. Aber es läuft, es läuft. So, letzte Belagerung, wir wurden nur abgeschossen. Aber es passt, der Modus gefällt mir sehr bisher. Vielleicht können wir auch zwischendurch mal den Brawler wechseln. Bisher sieht es Gott sei Dank gut bei uns aus. Wir haben auch 7 Schrauben jetzt schon. Damit ist noch eine. Ich habe leider keine bekommen. Nächstes Mal sammle ich eine ein. Ich habe eine eingesammelt. Sehr gut. So, können wir das... Oh, wenn wir da reingehen... Ich verstehe. Wir schicken normalerweise den Roboter vor. Sonst wären wir halt von der Maschine die ganze Zeit abgeschossen. Und dann stürmt man sie jetzt so schnell. Und jetzt, wenn der nach vorne geht, dann können wir jetzt halt... Ausweichen. Dann können wir jetzt halt auch in die Zone reingehen, ohne abgeschossen zu werden. Und dann können wir fett Damage machen bei der Gegnermaschine. Okay. Schöner Sieg. Wir machen das gleich jetzt nochmal. Jetzt ergibt es Sinn. Jetzt verstehe ich, was dieser Modus mit sich bringt. Wir machen das gleich jetzt nochmal. Let's go. Die zwei wollen nicht. Bin ich jetzt alleine? Dann verlasse ich mal. Haben die keine Lust darauf? Warum nicht? Warum haben wir... Wenn ich einmal Spaß an dem Modus habe und halbwegs vernünftig war, dann haben meine Leute keine Lust mehr darauf. Ich will das jetzt machen. Jetzt haben sie doch Lust. Hä? What the fuck? Okay. Vielleicht wollten sie auch nur den Brawler vielleicht wechseln, aber ich glaube, die haben die gleichen, oder? Machen wir das gleich jetzt nochmal. Es war eigentlich richtig funny, muss ich sagen. Das heißt, ich weiß nicht, was diese Schrauben bringen, ob dann unsere Maschine vielleicht ein bisschen besser ist oder so. Muss ein bisschen aufpassen bei dem da. Aber es geht eigentlich noch. Zum Glück trifft er nicht so gut. So, den schießen wir nochmal ein bisschen ab. So, der läuft da schön rein. Der läuft da auch schön rein. Und da ist er schon tot. So, Angriff. Das sammeln wir ein. Das sammeln wir ein. Wenn wir jetzt die Teile bekommen. Jetzt kann unser Typ wieder in die Zone vordringen. Und dann können wir gleich Damage machen. So, jetzt können wir fett Damage machen hier. Warte, ich schieß mal da. Ich schieße jetzt voll rein. Ja, so geht das Ganze. Und dann steht da unsere Prozentzahl von dem Roboter und wir haben das Ding schon gewonnen. Wow. Okay, das ist ein cooler Modus. Der gefällt mir. Ich weiß, wahrscheinlich haben die zwei nicht so Lust auf diesen Modus. Deswegen machen wir den jetzt nochmal. Und ich wähle aber kurz einen anderen Brawler aus. Diesmal nehmen wir jetzt... Wen können wir da gut nehmen? Wisst ihr was? Wir haben den hier noch nie getestet. Daryl, nee, das machen wir in einem anderen Video. Da will ich den testen. Wir nehmen nochmal Karl mit. Wir upgraden den einfach mal. Wir nehmen einfach mal Karl mit. Zum Testen. Und dann machen wir jetzt noch einmal Belagerung. Die haben so lustige Brawler. Jetzt machen wir noch ein letztes Mal Belagerung. Ich weiß, das ist dreimal Belagerung.
Aber da müsst ihr euch mit zufrieden geben. Normalerweise wechsle ich ja immer zwischen den Modi, aber da der jetzt neu für mich ist und ich den eigentlich ganz cool finde, spielen wir jetzt immer Belagerung. Jedes Video. Jeden Monat, jede Woche, jeden Tag. Nein, Quatsch, also jetzt nur dieses Video. Und mir wurde ja gesagt, wenn Karl den Bogen gegen eine Wand wirft, dann kriegt man den schneller zurück. Okay, das ist cool. Das ist cool. Also ich finde es, ich mochte Karl damals ja auch. Nur habe ich nicht so gut mit ihm gespielt. Und mir wurde halt gesagt, werf den mal ruhig gegen die Wand, dann kriegst du ihn schneller und so. Und es scheint zu klappen. Also ihr habt mir das Richtige gesagt. Nein, ich habe nicht daran gezweifelt, dass ihr mir was Falsches sagt oder so. Aber gut, kann ich damit Neumann nicht umgehen. Aber okay, unser Roboter wird jetzt losgeschickt. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Kiba ist gerade groß, hat gerade Probleme ein bisschen. Ich werfe mal den Boomerang. Na, Neumann nicht so einfach mit Karl. Ich hätte bei dem Magier bleiben sollen. Ich wette, der killt mich noch, dieser YouTube-Typ da. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass er mich killt. Ja, ich habe es euch gesagt. Da kam er nicht durch, das war peinlich. Bisher haben wir beide noch 100%. Muss ein bisschen aufpassen. Wir verteidigen nämlich jetzt gegen den Gegner-Roboter. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Und ich werfe einfach mal die ganze Zeit den Boomerang auf ihn. Um zu hoffen, dass wir da ein bisschen durchkommen. Oh, oh, die Gegner kommen da auch sofort. Stirb! Komm! Ja, okay, den haben wir schnell geholt. Das war okay, denke ich. Oh, oh. Da sind wir halt mitten reingelaufen. Leider haben wir noch immer 0% Schaden gemacht. Das ist nicht so gut. Also wir müssen jetzt mal ein bisschen durchkommen. Letzte Belagerung in wenigen Sekunden. Oh, oh. Oh, oh. Diesmal sind die Gegner auch besser als in den Runden davor. Oder ich bin einfach... Ich habe nicht mehr so viel Potenzial, weil ich den dummen Karl spiele. Und nicht meinen schönen Magier. Damit lief es halt besser. Den haben wir jetzt gerade Gott sei Dank mal gut geholt. Ich hole mir mal die Schraube hier. Dann hole ich mir mal die Schraube hier. Jetzt müssen wir dringend Fat Damage machen. Aber wir haben nicht mehr so viele Sekunden Zeit. Kann ich schnell noch Damage machen? Oh, 29. Doch, wir gewinnen, oder? Wir gewinnen. Yay, wir gewinnen. Hätte ich gar nicht mehr gedacht. Wir gewinnen. Yay. Sehr gut. Alright, so. Zum Schluss können wir noch einen anderen Modus machen. Ich spiele aber jetzt nicht mehr mit Karl. Wir machen zum Schluss jetzt noch einmal Juwelenjagd, denke ich. Und wir nehmen einfach, komm, wir spielen nochmal Nita. So, zack, 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 zack. Beim nächsten Mal testen wir diesen Barrel-Typ da. Einmal zum Abschluss noch Juwelenjagd. Ich hoffe, das läuft gut. Juwelenjagd mag ich ja eigentlich immer am meisten. Nita, zeig mir, was du drauf hast. Und sehen, wie gut die Gegner sind. Eine Peachy. Eine Peachy. Alright, so. Die Maps diese Woche finde ich irgendwie nicht so. Man kann sich so wenig verstecken. Ich habe immer Respekt hier. Wenn die... Oh, wenn die hier alle auf mich drauf gehen. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Die dumme Peach. Da haben wir mal gerade gut getroffen. Aber es ist auch sehr riskant, weil wir kurz vorm Tod sind. Und da ist der dumme Typ, den wir Gott sei Dank noch kurz getroffen haben, aber die trotzdem durchgezogen haben. Die haben schon 5 Juwelen, wir kommen nicht in die Mitte rein. Die Peach sniped da alles weg. Die sind gut, die sind gut. Die sind richtig gut. Dumme Peach. So, ich hau da mal rein. Oh, Bär hinterher geschickt. So, den haben wir noch geholt und die Peach haben mich von hinten gesniped. Es war klar, es war klar. Die ist richtig gut. Ich freue mich so, wenn ich die irgendwann habe. Mit der würde ich sofort spielen, dass wir mit der da mal üben, richtig gut umzugehen. Aber der scheint auch ganz gut zu sein, der hier, den wir da letztens freigeschaltet haben. Den ich nächste Woche dann testen will. Also der da, genau der da, der mich jetzt töten wird. Ja, der wird mich töten. Das war so klar. Ich kam da nicht mehr weg. Ja, der scheint echt ganz interessant zu sein. Ob ich dann gut damit umgehen kann, ist die Frage. Der ist auch richtig aggressiv hier. Der geht richtig ab. Junge, gehen die ab. Die gehen richtig ab. Nicht so gut, nicht so gut. Ich glaube, da kommen wir nicht wirklich hinterher. Da kommen wir gar nicht hinterher. Heftig, dieser Typ, ey. Dieser Typ. Ich will ihn noch einmal töten, Gott sei Dank. Noch einmal. Ne, die snipen die ganze Zeit. Der dreht sich schon im Kreis dahin. Junge, 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 dieser. Was ist das?
Fababin. Fababin. Wow, und der Andrio. Hui, 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 hui. Alright, hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist extrem hart. Ich muss noch einiges lernen. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Brawl Stars Video wieder. Und gerne Tipps geben, wie immer. Und Heaven ist auch weg. So, also vielen Dank. Und danke, dass ihr in meinem Club seid. Und danke, dass ihr mit mir dann mal eine Runde spielt. Erwartet dann nicht zu viel. Es ist, irgendwie wird es immer schwieriger. Vielleicht bin ich auch selbst zu hoch ein bisschen im Rang. Auch wenn das jetzt, glaube ich, gar nicht so hoch ist. Aber naja, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.